Hallo, mein Name ist Hendrik Bunke und ich möchte in diesem Talk über einen Aspekt von Lernen und Offenheit sprechen, der weniger zu tun hat mit der Öffnung von Lernprozessen oder auch von Lernsoftware oder von Lernmaterialien, sondern vielmehr mit der Öffnung von Schule für interessante und vielleicht auch lehrreiche Menschen von außen. Dabei geht es auch um das zumindest punktuelle Aufbrechen sozialer Grenzen. Diese sozialen Grenzen sind in einer Stadt wie Bremen, und dann wird es sicherlich auch mehrere noch geben, sehr, sehr deutlich. Bremen ist eine sozial geteilte Stadt. Das ist als politisches Problem inzwischen auch anerkannt und bekannt. Sehr gut ablesbar an diversen Sozialindikatoren. Hier nur als Beispiel die Arbeitslosenquote im Stadtteil oder im Ortsteil Teneva, in dem ich arbeite, in dem meine Schule ist, beträgt 21,3%. In dem benachbarten Stadtteil Oberneuland beträgt sie mal gerade 5,3%. Trotz räumlicher Nähe, also sehr, sehr, sehr große soziale Unterschiede. Auch die anderen Sozialindikatoren zeigen das sehr deutlich. Teneva und hier die Oberschule an der Koblenzer Straße, um die es hier geht, ist ein sogenannter Problemstadtteil und eine Hochhaussiedlung. Man sieht das an dem Foto hier, fotografiert aus der Schule heraus, ganz schön. Wir haben an der Schule Schüler mit insgesamt, also 80% der Schüler haben Migrationshintergrund und kommen aus insgesamt über 80 Nationen. Das macht uns zu einer der Top-Brennpunktschulen in Bremen. Das ist nichts, worauf man stolz sein kann, zeigt aber die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Probleme dieser sozialen Konstellation, die sich bei den Schülern auch zeigen, ist, dass die Schüler einfach gar nicht und die Schülerinnen gar nicht aus dem Stadtteil rauskommen. Das merkt man immer wieder, wenn man mit ihnen redet. Einige Stadtteile, selbst zentrale, wie das Weser, auch das Weserstadion, sind überhaupt nicht bekannt. Und sie lernen eben auch dadurch andere Milieus kaum kennen. Und umgekehrt kommen diese anderen Milieus natürlich, möchte man fast sagen, auch kaum in den Stadtteil. Das Bild von Teneva ist tatsächlich eins, was eher von Vorurteilen und Unkenntnis geprägt ist, statt von in einer irgendwie gearteten Nähe. Die Schule kann dem auf dem Hinblick auf die soziale Zusammensetzung kaum entgegenwirken. Und Schule ist, das kann man glaube ich so sagen, eben auch generell tatsächlich eher sowas wie eine geschlossene Anstalt, in die wenig Einflüsse und Dynamiken von außen reinkommen und wenn, dann eben auch nur sehr, sehr verzögert. Die Folgen dieser geschlossenen Schule sind signifikant, besonders bei den Schülern. Die Schüler haben diese sozialen Grenzen und Mauern eben tatsächlich auch im Kopf. Sie verharren in den Milieus, was man immer wieder auch schön bei Berufswahl fürs Praktikum irgendwie sieht. Ideen, die sozusagen aus ihrem Stadtteil rausführen würden, wie zum Beispiel ein Programmiererjob in einem Startup oder so, kommen ihnen nicht, obwohl sie intellektuell und von ihren sonstigen Fähigkeiten da absolut in der Lage zu werden. Lange Rede, kurzer Sinn. Wir brauchen, glaube ich, tatsächlich in Schule viel mehr Offenheit für Leute von außen, für Einflüsse von außen und die Öffnung nach außen. Und das Schöne daran ist, und dafür möchte ich hier plädieren in diesem Talk, fangt einfach an. Es ist ganz einfach, man kann kleine Projekte starten. Wir haben das in der Schule gemacht mit einem kleinen Projekt namens, etwas prätentiös vielleicht, Breaking Bremen Boundaries, wo es aber genau darum geht, die anderen Milieus und Einflüsse in Schule und Köpfe zu bringen, diese unterschiedlichen Milieus zusammenzubringen und kennenlernen, Austausch und auch eine gewisse Aktion zu ermöglichen in den kurzen 90 Minuten, die wir da bis jetzt leider immer nur für hatten. Wir hatten bis jetzt Schauspieler, einen Schauspieler in der Schule, der dann mit den Schülern auch Schauspielübungen gemacht hat und sehr fruchtbar, glaube ich, für alle Beteiligten, auch mit ihnen vorher in Austausch getreten war und von seinem Leben erzählt hat und ähnlich konstruiert und geplant war, das mit dem Spieleerfinder, der in Bremen sehr bekannt ist, nicht nur aufgrund seiner grünen Haare, der dann eben mit den Schülern logischerweise dann auch gespielt hat. Auch hier hat ein sehr intensiver Gesprächsaustausch tatsächlich vorher stattgefunden. Die Presse interessiert sich inzwischen auch schon dafür, ohne dass wir großartig was getan hätten. Das zeigt eben, dass dieses Problembewusstsein in Bremen dafür durchaus bekannt ist, aber es vielleicht auch nicht wirklich diese Mittel dafür gibt, das umzusetzen. Fazit, Schule braucht, glaube ich, Offenheit in sozialer Hinsicht, nicht nur im Hinblick auf Lernprozesse oder Lernmaterialien, sondern eben auch in sozialer Hinsicht. Und das Schöne ist, die Offenheit braucht keine strukturellen Änderungen, sondern man kann die wirklich sehr schnell durch kleine Aktionen und eben durch Netzwerke von Schule und Lehrkräften, die ihr alle irgendwie habt, diese Netzwerke, schnell und einfach etabliert werden. Es geht da eben eher um die
ja, mentale Öffnung auch, sich das zu wollen und da irgendwie Raum für zu schaffen in der Schule. Ich danke für eure Aufmerksamkeit.